Ja, so groß wie der Frust halt ist, wenn man in der 90. Minute den Ausgleich kassiert. Ich glaube, dass wir uns darüber nicht freuen können, ist ganz klar. Eine Erklärung jetzt so schnell zu finden, ich finde, wir haben in letzter Zeit häufiger das Spiel, wenn wir in Führung gehen, dass wir irgendwie vergessen, Fußball zu spielen, weil wir zu ängstlich sind, dass wir hinten Fehler machen. Und ja, das ist nicht erst seit gestern so. Deswegen, ja, es ist bitter, dass es dann in der 90. Minute passiert, aber wir haben im Endeffekt drum gebettelt. Dass Nürnberg keine Laufkundschaft ist, das war uns auch vorher klar. Aber zu Hause musst du einfach bei allem Respekt von Nürnberg gegen Aufsteiger gewinnen. Und gerade bei den Ansprüchen, die wir haben, die Ziele, die wir haben, ja, sind dann Spiele wie gestern für uns zu wenig. Ich glaube, für einige ja, kam es etwas überraschend, dass wir diese Zielsetzung ja, vorgegeben haben, sage ich mal. Und das ist noch nicht in jedem Spiel drin. Das muss man einfach, es kommt nicht von heute auf morgen, das ist ganz klar. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass zwischen Anspruch und Realität bei uns im Moment noch eine zu große Lücke klafft. Wir als Mannschaft oder als Verein haben gesagt, wir wollen in die europäischen Plätze. Und da ist klar, dass der Anspruch dann natürlich auch an die Fans weitergegeben wird. Und wenn man dann zu Hause in der 90. Minute das Tor kassiert, das ist dann natürlich nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für die Fans enttäuschend. Ja, deswegen glaube ich, tun wir gut daran, dann hart zu arbeiten, dass wir auch spielerisch ja, Gegner bespielen, wenn wir in Führung gehen. Ich glaube, das ist unser größtes Problem, dass wir da vergessen, Fußball zu spielen, weil wir einfach Angst haben, dass wir ja, unnötige Fehler machen und dann den Ausgleich kassieren. Wir haben uns das Ziel gesetzt, europäisch spielen zu wollen, und da muss dann einfach mehr kommen.